Ich soll kurz ein bisschen seriös wirken. Nee. Wir fangen zwischen 10 und 11 Uhr an zu arbeiten. Einfach weil auch meistens die Musiker nicht so, wie soll man sagen, die Frühaufsteher sind. Ja, aber es gibt jetzt in dem Sinne keine feste Arbeitszeit, dass man sagt, irgendwie um 6 ist Feierabend oder so. Das hängt einfach ganz von der Situation ab. Wenn man mit einer Band aufnimmt und da irgendwie ein guter Vibe ist, dann kann es durchaus sein, dass es bis nach Mitternacht geht. Ja, das Berufsbild vom, weiß ich, von einem Audio-Engineer, Produzenten ist halt sehr vielseitig, einfach weil halt auch die Anforderungen sehr komplex sind. Ist auf der einen Seite natürlich, dass man die ganze Zeit mit Musik zu tun hat. Und natürlich hat es heutzutage sehr viel natürlich auch mit Computern zu tun. Wenn man mit Musikern und Sängern und Künstlern arbeitet, dass da halt auch eine ja nicht zu unterschätzende, sagen wir mal, psychologische Komponente mit drin ist, weil da muss man schon sehr genau aufpassen, was man dann vielleicht in einer Situation sagt oder was ich. Der Sänger ist drin und man sagt einen falschen Satz und der ganze Vibe ist dahin. Also zum einen denke ich Flexibilität, dass man sich eben schnell auf neue Situationen einstellen muss, wenn jetzt irgendwie der Musiker gerade die Idee seines Lebens hat und irgendwie möchte, dass das irgendwie so und so umgesetzt wird und dafür halt irgendwelche Sachen verkabelt werden müssen, wo man dann halt irgendwie dranbleiben muss. Musikalität natürlich auf jeden Fall, weil es am Ende, ja, nicht am Ende, es geht halt den ganzen Tag eigentlich gewissermaßen um Musik und weniger letztendlich um den technischen Kram. Und ja, ich glaube, Geduld, das braucht man auch an dem Beruf. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man halt irgendwie früh anfängt, im Studium schon Kontakte zu sammeln, dass man nicht irgendwie sich darauf verlässt, dass man das irgendwie so alles auf dem Silbertablett serviert bekommt. Und ja, dass es wichtig ist, dass man halt schon Projekte macht. Und also zumindest war es bei mir so, deswegen kann ich das nur so aus meiner eigenen Perspektive so sagen. Ja, so ist halt eins zum anderen gekommen.